Eine historische Medaille für Österreich. Die Sportmeldung des Tages auf michaelsportecke.at. Zum ersten Mal fand heute im Rahmen der nordischen Skiweltmeisterschaft ein Team-Mixed-Bewerb bei den nordischen Kombinierern statt. Annalena Slamik, Stefan Rettenecker, Lisa Hirner und Johannes Lampater gingen für Österreich an den Start. Johannes Lampater war eigentlich nicht für diesen Bewerb nominiert, allerdings erkrankte über Nacht der Bronzemedaillengewinner Franz Josef Rehrl und somit wurde Johannes Lampater nachnominiert. Nach dem Springen war Österreich noch auf Platz 4 gelegen, konnte aber dank einer starken Laufleistung Japan überholen und aus den Medaillenrängen verdrängen. Norwegen hat die Premiere gewonnen vor Deutschland und eben Österreich.